Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Stranded. Zum Beginn dieser Folge möchte ich sagen, dass vorerst kein Minecraft Live mehr kommt. Beziehungsweise ich überlege mir das noch. Im Moment habe ich dafür tatsächlich gerade keinen Nerv. Vielleicht nehme ich gleich noch eine Folge auf. Aber im Moment weiß ich es noch nicht. So, allerdings soll uns das ja nicht die Laune verderben. Heute wollen wir hier diese Quest machen, auf jeden Fall. Nämlich hier bei Basic Survival, hier die. Dafür brauchen wir noch eine Dirty Water Bottle. Und ich habe mal geguckt, und ich weiß, wie sie geht. Und die müssen wir ganz schnell machen. Und zwar brauchen wir dafür eine Glasbottle und ein Dirt. Dann haben wir hier die Dirty Water Bottle. So, claimen. Oh, Ice Cubes. Was brauchen wir denn dafür? Ein festes. Ah, Mist, das habe ich schon gemacht. Oh, Crushable und Unfired Bucket brauchen wir. Weil das brauchen wir auf jeden Fall. Weil, wie ihr seht, wir haben Hyperthermia, ja, glaube ich. Ne, haben wir das sogar noch nicht. Ich kann die hier mal kurz trinken. Und. Ja, jetzt haben wir Hyperthermia, wir bekommen Schaden. Das Herz nehme ich einfach mal. Und wir machen uns mal noch eine Wasserflasche gerade. Ansonsten habe ich hier schon ein bisschen Steine gemacht. Wir werden jetzt so oder so sterben. Ah, ich bin auch vergiftet. Ja, so kann es auch laufen. Aber keine Sorge, wir arbeiten jetzt einfach weiter. Ich mache hier zumindest schon mal ein paar weg. Gehe dann ganz schnell wieder rein. Und sterb hier mal ganz kurz. Weil Hyperthermia ist echt kacke. Und das Problem ist, es wird jetzt auch erstmal so weitergehen, glaube ich. Dass wir immer wieder sterben. Darum muss ich mich ein ganz kleines bisschen beeilen. Und hier mal kurz zumindest eins nach dem anderen immer abbauen. So, und vielleicht noch mal ein Fleisch essen. Respawn. So, und ihr seht, Hyperthermia mehr hält an. Das ist das Gute an der Nacht. In der Nacht kommen zwar voll viele Mobs, aber wir haben keine Hyperthermia mehr. Weil Hyperthermia ist echt etwas, was einfach nur doof ist. Mann, ich esse mal, versuch gerade nochmal ein Fleisch. Jetzt reagier doch. Okay, der reagiert nicht. Ich muss diesen Baum abbauen. Weil wir in der Quest trotz allem weiter machen wollen. Ist natürlich jetzt doof. Okay, wir bekommen dadurch ja auch nichts mehr. Respawn. Wisst ihr was? Ich setze noch mal ganz kurz einen Cut, obwohl nee, Cut setzen ist hier doof. Ach, es wird ja gleich Nacht, es ist ja jetzt 8:13 Uhr. Ach, ich sterbe und mein Setzling ist weg. Gut. Und jetzt sterben wir weiter. Ach, das ist ein cooler Folgentitel, nur am Sterben.
Gott. Problem ist, ich kann auch nichts dagegen tun. Moment mal. Das Einzige, was ich vielleicht tun könnte, ist, meine Sachen hier einzusammeln. Oh. Und möglichst versuchen, immer hier zu sterben. Okay, wir setzen jetzt noch einen Cut. So, da bin ich auch wieder. Ich habe kein Hyperthermia mehr, es ist Nacht. Und wir müssen mit den Quests hin machen. Cool. Okay, ich glaube, jetzt habe ich wieder alles. Dann ziehe ich mir hier mal gerade eben ein paar Sachen wieder an. Und ja. Gucken wir mal in unser schickes Questbüchlein. Also, was muss ich denn machen? Ich glaube, ich muss mir eine Schere craften und die separat abbauen. Das heißt, wir gehen hier unten mal an unsere Eisen. Ja, ihr seht, ich bin einige Male gestorben. Vielleicht irgendwann zähle ich das am Ende des Projektes mal. Wie oft? So, eine Schere. So, jetzt brauche ich Schleimbälle und Ice Cubes. Kann ich Schleimbälle irgendwie craften? Slime Balls. Was mit Forest? Ja, indem ich Infested Leafes durchsiebe. Warte mal, ich habe doch noch Holz gehabt, ne? Ich brauche nämlich ein paar Kisten. So, 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 so. Das kann weg, das kann weg. Das behalte ich mal alles. Hier das weg, das weg. 64 behalte ich auch mal, die Strings behalte ich, Glasflasche weg. So, die Leafes kann ich durchsieben. So. Gut, und da wir jetzt so viele Strings haben, kann ich mir doch hier tatsächlich ein anständiges Sieb machen. So, dann sieben wir die nämlich jetzt hier mal durch. Und haben direkt zwei Ice Cubes bekommen. Vier. Ich brauche aber Schleimbälle. Auch nochmal fünf.
Traurig. Ein Schleimbalg, sehr schön. Komplett für. Okay, es konsumiert die nicht ein. Puh. Ja, aber wir kommen ja schon mal relativ gut weiter. Wir sind gerade auch auf neutral. Hier ein bisschen. Also ich meine jetzt hier mit dem. Mit der Temperatur ist neutral. Gerade 16 Ice Cubes. Und es geht noch weiter runter. Möglicherweise wegen den, weil wir Ice Cubes im Inventar haben. Thug of Nails. Und wir haben die Quest. Claimen. Okay, Jelly Slime. Brauche ich. Das ist, glaube ich, etwas zum Craften. Jelly Slime. Wie viele brauche ich davon? 6. Okay. Das heißt, ich kann auch noch mal machen ein bisschen was davon. So, und dann hätten wir die nächste Quest. Thermometer Clay. Cooling Coils. Okay. Was zeigt das Thermometer denn an? Wir sind nicht neutral, wir sind ein bisschen warm. Okay, dann gucken wir erstmal nach Cooling Coil. Cooling Coil. Freeze Rods. Iglo. Diamond Shards. Okay, dann gucken wir doch erstmal nach dem anderen. Dann hier Some Heat Protection. This armor will offer a small amount of heat protection. Oh, geil. Also es ist Jelly. Wir brauchen ganz viele Jellies. Ups, die habe ich rausgeworfen aus Versehen. So. Ich kann mir allerdings zumindest schon mal einen Brustpanzer daraus machen. So. Dann brauchen wir noch mehr Cooling-Dinger. Diese Ice Cubes. Die packen wir uns auch mal hier unten ins Inventar rein, damit wir sehen, wie viele wir haben. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir haben heute echt viele Erfolge geschafft. Dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.